Hallo ihr Lieben, heute soll es noch, wie versprochen, meinen Lesemonat vom Juni geben und ich bin gerade ein bisschen entsetzt, denn ich habe das gerade alles schon mal aufgenommen und habe ungefähr die Hälfte jetzt schon gefilmt gehabt und auf einmal stand da Speicherkartenfehler und meine Kamera ist einfach ausgegangen und hat das Ganze nicht gespeichert. Was ist hier bitte los, Kamera? Was hast du... Sie funktioniert auch jetzt wieder. Also sie hat jetzt auch keine Fehlermeldungen gehabt oder irgendwas. Also fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an und beginnen wir nochmal mit diesem ganzen Kram, was das Thema Werbung betrifft. Das wollte ich einmal in diesem Video ansprechen, weil es ja der Lesemonat das Video ist, was am meisten geguckt wird. Und zwar werde ich, wie alle anderen wahrscheinlich auch, zukünftig in jedem Video, wo ich ein Rezensionsexemplar in irgendeiner Art und Weise in die Kamera halte, nochmal das Wörtchen Anzeige einblenden. Ihr werdet es hier ja irgendwo sehen, unten, oben, links, rechts. Ich muss gucken, wo ich es hinpacke. Auf jeden Fall werde ich, um mich abzusichern, das Wörtchen Anzeige einblenden, da es sich um Rezensionsexemplare handelt. Natürlich sind Rezensionsexemplare Bücher, die wir kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden aber nicht für irgendeine Meinung bezahlt dabei oder irgendwas, sondern das ist meine freie Meinung, die ich zu irgendeinem Buch abgebe. Ich bekomme lediglich das Buch kostenfrei vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und ich sage euch das ja auch immer, wenn es ein Rezensionsexemplar ist. Und ja, nur nicht, dass ihr euch wundert. Also in Zukunft, wenn ich Rezensionsexemplare vorstelle oder was auch immer in irgendeinem Video wie den Lesemonat, den Neuzugängen, wenn da Rezensionsexemplare drin vorkommen, was sehr wahrscheinlich ist, dann werde ich das Wörtchen Anzeige einblenden und ihr wisst Bescheid, dann sind da Rezensionsexemplare drin. Sollte ich irgendwann mal irgendwelche Kooperationen mit irgendwelchen Verlagen oder irgendwas machen, tun, was ich noch nie hatte, wovon ich jetzt auch nicht ausgehe, dann werde ich euch das natürlich auch nochmal extra sagen. Aber ja, nur nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das jetzt auch mache, aber dieser ganze Mist nimmt ja im Moment ziemlich überhand. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, weil im Moment eigentlich keiner mehr weiß, wie er sich richtig verhält. Weil wenn du jetzt pauschal in jedem Video das Wort Anzeige oder Werbung einblendest, ist das ja auch falsch. Weil wenn du dir Sachen selber kaufst und das einfach nur in die Kamera hältst, ist das ja in dem Sinne schon irgendwie eine Art Werbung, aber es ist ja deine freie Meinung, also es ist ja keine bezahlte Werbung, wo du eine Meinung ja auch verkaufen sollst, also es ist im Prinzip ja wieder keine Werbung, also das ist momentan alles ein ziemliches Hin und Her und ein ziemliches Hickhack, weil es gibt auch noch keine Urteile oder irgendwas da dazu in der Richtung und ich habe jetzt für mich das so entschieden, dass ich, wenn ich Rezensionsexemplare in Zukunft in die Kamera halte, das Wörtchen Anzeige einblende. Wenn es keine Rezensionsexemplare sind, werde ich es auch nicht einblenden. Aber ansonsten steht es immer da. Also wundert euch nicht. Und unten in der Infobox bei den Amazon-Links werde ich darüber auch Werbung jetzt schreiben, weil es wohl so ist, dass wenn du einen Link verlinkst, der jetzt zwar keine Cookies generiert, so wie die normalen Affiliate-Links, dann ist das datenschutzrechtlich wieder okay. Aber es ist in dem Sinne ja Werbung für Amazon, weil ich euch auf diese Seite verweise und weiterleite. Deswegen muss ich diese Links jetzt in Zukunft mit dem Wörtchen Werbung auch kennzeichnen. Ist das nicht alles wunderschön hier in Deutschland? Also wundert euch nicht, wenn die Links da jetzt einfach das Wörtchen Werbung drüber steht. Das ist wirklich nur, um euch darauf hinzuweisen, dass ich euch auf die Amazon-Seite weiterleite und dafür Werbung mache. Ich finde das alles absolut hirnrissig, was hier gerade los ist und undurchsichtig. Kein Mensch blickt mehr durch und ich finde es einfach nur noch furchtbar, aber wir wollen uns ja alle absichern. Ich werde es bei meinen ganzen alten Videos jetzt so machen, die sind, wie sie sind. Da ist das jetzt halt einfach so. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern, aber ich müsste jedes einzelne Video nochmal neu erstellen und nochmal neu hochladen, um dieses Wörtchen Anzeige da einblenden zu können, weil es gibt auf YouTube keine Funktion mehr, wo man irgendwas hinterher noch reinschreiben kann, was ich ein bisschen bescheiden gerade finde. Und deswegen werden die alten Videos so bleiben, wie sie sind. Das ist mir jetzt scheißegal einfach mal in dem Moment. Und in Zukunft wird das dann überall markiert und gekennzeichnet sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. So, haben wir das jetzt auch einmal alles geklärt. Und ob das jetzt rechtlich so konform ist, wie ich das mache und ob das rechtlich so richtig ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir aber in den letzten Wochen ziemlich viele Beiträge dazu durchgelesen und gefühlt hat jeder eine andere Meinung da dazu. Aber ich sehe es wie viele andere auch. Ich kann nicht pauschal alles mit Anzeige und Werbung kennzeichnen, weil das ist dann natürlich auch wieder irreführend. Und das bringt euch nicht weiter, das bringt mich ja auch nicht weiter. Und ich möchte euch ja einfach nur sagen, was ist ein Rezensionsexemplar, was habe ich mir selber gekauft. Aber meine Meinung ist meine Meinung und die ist ja immer frei von allem. Also dieses ganze Durcheinander macht mich einfach nur noch kürre, aber ich habe mich jetzt entschieden, das auf dem Weg zu machen und Thema erledigt. Und wenn mir jetzt wieder 50 Leute sagen, du machst das aber falsch, dann ist das halt so.
jeder nimmt das für sich anders wahr und jeder nimmt da für sich was anderes mit raus. Ich habe da einen sehr, sehr guten Beitrag zu diesem Thema gelesen von einer Bloggerin und ich mache das jetzt wie sie und ich fand, sie hat das alles gut begründet und sie hat das gut erklärt. Sie hat sich da auch nochmal Rechtshilfe von dem Anwalt und noch von dem Oberlandesgericht eingeholt und deswegen werde ich das jetzt so machen, wie ich es gesagt habe und damit ist dieses Thema jetzt hiermit vom Tisch. Ihr wisst Bescheid. Und damit kommen wir mal wieder zum ersten Buch, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar ist das Mein schwarzes Herz, der erste Teil der Victorian Rebels Reihe von Kerrigan Byrne oder Byron. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Da ich das Buch nicht hier habe, sondern bei meiner lieben Arbeitskollegin ist, blende ich es euch hier einmal ein. Und ja, Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz, was soll ich dazu sagen? Dieses Buch hat mir ganz gut gefallen. Es war eine gute, solide, erotische Liebesgeschichte. Aber es war kein Buch, was mich extrem begeistern konnte. Also dafür war einfach das Jahrhundert nicht meins und auch Dorian als Charakter in diesem Buch war mir einfach zu abgedreht und auch das Ende war für mich einfach zu leicht gelöst, sagen wir es mal so. Also dieses Buch spielt ja im 19. Jahrhundert, was nirgendwo draußen drauf stand. Also wenn man sich den Klappentext und den Rückband und so durchgelesen hat, war das einfach nicht ersichtlich, dass dieses Buch an dieser Zeit spielt, was ich ein bisschen schade fand, weil sonst hätte ich dieses Buch wahrscheinlich auch gar nicht gelesen, weil dann weiß ich, dass solche Romane nichts für mich persönlich jetzt sind. Ich möchte jetzt hier wieder niemanden angreifen, der gerne solche Romane liest. Leute, lest, was ihr wollt. Mein persönliches Ding ist es nicht. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, was ja nicht heißt, dass diese Bücher schlecht sind. Vielleicht ändere ich auch in 2 Jahren meine Meinung und lese nur noch solche Bücher. Aber im Moment kann ich mit solchen Büchern einfach nichts anfangen. Und ja, deswegen habe ich dann schon, wo ich das gelesen habe, gedacht, uiuiui, das wird schwierig. Und ich habe es dann aber gelesen und überraschenderweise mochte ich das Buch am Anfang wirklich richtig, richtig gerne. Also der Anfang hat mir mega gut gefallen. Den Anfang, wie das so gelöst wurde, wie Farah vorgestellt wurde, wie man so erfahren hat, wie sie so lebt, wo sie so lebt, was so passiert ist. Das fand ich ganz, ganz toll gemacht. Aber als dann, wie gesagt, diese Sache mit Dorian immer weiter fortgeschritten ist und ins Rollen kam, das war dann irgendwie einfach alles nicht mehr so meins, weil, wie gesagt, Dorian war einfach auch nicht so mein Fall. Der war mir einfach ein bisschen zu abgedreht einfach. Und ja, ich sage euch jetzt nochmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es ja um Farah McKenzie. Und Farah war als kleines Kind verliebt in Dugan. Und Dugan und sie sind beides Waisenkinder und haben sich halt in diesem Waisenhaus kennengelernt und gefunden und haben dann in so einer alten Kirche sich selber so ein Ehegelübde zugesprochen, wie das halt unter kleinen Kindern so ist. Und dann war es aber so, dass Dugan gestorben ist. Und wir begegnen Farah 17 Jahre später wieder und sehen, was für eine Frau aus ihr geworden ist, wie sie sich entwickelt hat. Sie arbeitet beim Scotland Yard als Sekretärin, was ich schon mal sehr, sehr cool fand. Und ja, eines Tages trifft sie dann dort auf den berühmten Verbrecher Dorian Blackwell. Und Dorian wurde immer wieder verhaftet, man konnte ihm aber bisher noch nie etwas nachweisen, deswegen er immer wieder gehen gelassen wurde. Und so ist es auch dieses Mal. Aber als er Farah sieht, sieht sie etwas in seinem Blick, was ihr ziemliche Angst macht, denn er beobachtet sie quasi wie ein Löwe seine Beute beobachten würde. Und sie weiß nicht, was sie davon halten soll, er schüchtert sie auch extrem ein. Und ja, als er sie dann entführt, hat Farah einen schlimmen Verdacht, und zwar, dass er ihr Geheimnis kennt. Und was das für ein Geheimnis ist und was Dorian damit vorhat und was er sich daraus verspricht für Vorteile, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und natürlich geht es auch um Farah und Dorian und was sich da zwischen den beiden entspinnt. Also wie gesagt, von der Handlung her fand ich es ganz gut. Dorian war nicht so mein Fall und auch das Ende war mir einfach zu einfach gelöst. Ich habe dann am Ende wirklich gedacht, wollt ihr mich jetzt verarschen? Der ändert jetzt seine Meinung deswegen? Ja, nee, ist klar. Also das war einfach nicht meins. Und es war eine gute, solide, erotische Geschichte. Und ich finde, wer gerne solche Geschichten aus dieser Zeit liest, wenn jemand gerne so Bücher liest mit Charakteren, die gerettet werden müssen. Ne? Also Dorian ist so ein typischer Mann, der gerettet werden muss. A la Christian Grey oder so. Also wer gerne sowas liest, dem würde ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, meins war es persönlich nicht. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich in letzter Zeit keine Bücher mehr lesen möchte, wo irgendwelche Männer gerettet werden müssen, weil sie irgendwelche schlimmen Dinge in der Vergangenheit erlebt hatten, was sie bisher nicht verarbeiten konnten. Und auf solche Bücher habe ich im Moment generell keine Lust, habe ich festgestellt. Und deswegen war Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz, nicht so 100% meins. Ich werde diese Reihe auch nicht weiterlesen, weil ich habe geguckt, um wen es im zweiten und dritten Teil geht und das spricht mich nicht wirklich an. Deswegen ist diese Reihe für mich jetzt passé. Aber ihr wisst Bescheid, ich habe das Buch gelesen. War ganz cool, vielleicht ist es ja was für euch und wir kommen mal weiter zum nächsten Buch. Das zweite Buch, was
was ich dann im Juni gelesen habe, habe ich abgebrochen. Und zwar habe ich dieses Buch von der lieben Janine ausgeborgt gehabt. Hallo, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, Janine fand das damals ganz, ganz toll, wo sie es gelesen hat, weil es halt mal eine komplett andere Geschichte war. Und ich muss aber sagen, für mich war diese Geschichte einfach zu abgedreht. Also das war mir einfach zu andersartig geartet, als dass es mir hätte gefallen können. Ich blende euch das Buch ja auch mal ein, weil ich habe Janine ihr Buch schon wiedergegeben. Und zwar geht es in diesem Buch um Jessica. Und Jessica wird wortwörtlich vom Blitz getroffen. Also sie ist mit ihrem Hund Gassi und geht da so ein bisschen in so ein Unwetter und lernt bei an diesen Tagen mit diesem Unwetter noch auch einen Mann kennen, den sie sehr, sehr interessant findet. Und dann, wie gesagt, trifft sie diesen Mann und redet ganz nett mit ihm. Und auf den Weg zum Auto, bumm, wird sie vom Blitz getroffen. Und ab diesem Moment ist alles ganz anders bei ihr. Denn dieser Blitzschlag hat irgendwas ausgelöst. Immer wenn sie einschläft, wacht sie in einem anderen Körper wieder auf. Und sie hat keine Ahnung, was sie jetzt damit anfangen soll und was das Ganze überhaupt soll. Und ja, die Geschichte entwickelt sich dann weiter. Und was das quasi für einen Grund hat, dass sie in diesem anderen Körper immer wieder aufwacht, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Denn dieser andere Körper ist verheiratet und gehört einer Mutter von 3 Kindern und mit einem schönen Haus. Und quasi hat diese Frau alles, was man sich wünschen kann als Frau. Ein tolles Leben, tolle Kinder, eine tolle Familie. Und Jessica hat keine Ahnung, warum sie jedes Mal dort wieder aufwacht. Und wenn sie als diese Frau wieder einschläft, wacht sie als sich selbst wieder auf. Und ja, dann gilt halt natürlich herauszufinden, was so da dahinter steckt. Und ich habe dann so auf Seite 80 ungefähr gemerkt, in was für eine Richtung sich das tendenziell entwickelt. Und habe dann gedacht so, das ist nicht meine Richtung und habe dann so vorgeblättert im Buch und habe dann auch mal hinten mir das Ende angeguckt und habe festgestellt, das entwickelt sich tatsächlich in eine Richtung, mit der ich nichts anfangen kann und deswegen habe ich das Buch dann abgebrochen. Also wer mal Lust auf eine etwas andersartig geartete Liebesgeschichte hat, schwieriger Satz, der sollte sich das Buch auf jeden Fall mal angucken. Also mein Fall war es jetzt persönlich leider nicht, aber vielleicht spricht es ja den einen oder anderen von euch noch mit an. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich im Juni gelesen habe. Und zwar war das der zweite Teil von Size, Zorn der Gerechten. Ich habe dieses Buch mit der lieben Nina zusammen gelesen. Hallo, sei gegrüßt. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Oder bist du jetzt schon wieder zurück, wenn dieses Video online geht? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das Buch mit der lieben Nina zusammen gelesen. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Nina zu lesen. Und ja, der zweite Teil von Size hat mir sehr, sehr gut wieder gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass der zweite Teil so ein bisschen seine Längen hatte. Also der erste Teil, der war ja für mich wirklich so ein Page-Turner und da passierte alles so Schlag auf Schlag und da passierte noch was und noch was und noch was. Und der zweite Teil, der hatte schon so kapitelweise so ein bisschen seine Längen, wo jetzt halt nicht so viel passiert ist, wo man halt mehr so Hintergrundinformationen gekriegt hat, wo man Erklärungen gekriegt hat und das hat so ein bisschen das Tempo rausgenommen aus der Geschichte, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand, denn wie gesagt, dafür war der zweite Teil wirklich sehr informativ und ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Ich kann nur sagen, dass der zweite Teil wieder richtig gut war, dass das Ende vom zweiten Teil wirklich sehr schockierend ist und dass man jetzt am Ende vom zweiten Teil nicht weiß, wie es weitergeht. Also für den dritten Teil ist jetzt echt komplett alles offen. Neil Schusterman kann mit dieser Geschichte jetzt machen, was er möchte. Er kann die Geschichte in jedwede Richtung sich entwickeln lassen und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin echt gespannt, was im dritten Teil passiert und freue mich, wenn der dann erscheint. Und ja, ich kann bei Size nur sagen, ganz, ganz tolle Handlung, mega tolle Charaktere, eine richtig coole Welt. Und der Schreibstil von Neil Schusterman gefällt mir auch wieder richtig gut. Der ist nicht zu schwülzig, der ist wirklich klar auf den Punkt. Der ist teilweise sehr nüchtern und wie gesagt, so überhaupt nicht romantisch, was er eigentlich nicht so meins ist, aber das stört mich bei ihm überhaupt nicht. Also das mag ich total. Und ja, er schreibt sehr, sehr rasant, sehr actionreich und auch intrigant. Also hier sind Dinge dann irgendwann am Ende noch aufgelöst worden, wo man so dachte so, ja genau, da war ja noch was. Ja, fand ich einfach wieder richtig gut. Den zweiten Teil von Size kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Ich kann euch diese Reihe generell nur empfehlen. Schaut mal in meinem Buchvorstellungsvideo zu diesen beiden Büchern vorbei, da erzähle ich mehr. Aber ich liebe diese Reihe und ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil und ja, kann es euch wirklich nur empfehlen. Im Juni habe ich dann auch den ersten Teil einer Dilogie gelesen. Es ist eine erotische Liebesgeschichte und zwar Never Loved Before von Monica Murphy. Ich habe diesen Klappentext gelesen und fand dieses Buch ganz, ganz interessant. Never Loved Before war auch wieder ein Rezensionsexemplar, genau wie Victorian Rebels auch ein Rezensionsexemplar war. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen. Und ja, Never Loved Before war teilweise echt schockierend, was da passiert ist. Diese Geschichte ist recht grausam, also wer da wirklich sehr empfindlich ist,
der sollte das vielleicht lieber nicht lesen. Also ich bin auch, was solche Sachen und Thematiken betrifft, sehr empfindlich. Mir geht sowas auch sehr, sehr schnell nah. Aber ich finde, in diesem Buch ging es gerade so noch. Also es wurde jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen bei dieser Sache, was hier halt passiert ist. Und das fand ich gut, aber ich bin jetzt mal auf den zweiten Teil gespannt, weil da wird sicherlich auch nochmal einiges Krasses rauskommen und passieren. Und auf jeden Fall hat mir Never Loved Before wirklich gut gefallen. Dieses Buch hat mich aufgeregt beim Lesen streckenweise. Ich habe geflucht, ich habe vor mich hingeschimpft und habe hier wild mit mir selber gesprochen. Und dieses Buch hat aber auch einfach eine unglaubliche Sogwirkung auf mich. Also ich habe dieses Buch wirklich gelesen, ich habe das in 2 Tagen weggesuchtet, wirklich. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich bin an der Geschichte so dran geblieben. Ich habe dann echt auf Arbeit gesessen und habe gedacht, ich möchte jetzt nach Hause, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, was hier noch passiert mit Katie und dem Typen. Und eine so tolle Geschichte. Also wie gesagt, sie ist etwas schockierend und es ist halt echt nicht schön, was da passiert ist. Ich hatte in meiner Rezita dazu nur den Rückband vorgelesen, weil ich nicht spoilern wollte. Und ich werde das jetzt an dieser Stelle nicht nochmal machen, weil schaut einfach in dem Video dazu vorbei, wenn ihr genau wissen wollt, worum es geht. Ich kann nur sagen, es ist eine tolle Geschichte gewesen über ein Mädchen, was sehr, sehr Schlimmes erlebt hat, das zu einer jungen Frau herangewachsen ist, die sehr, sehr ängstlich ist und es nicht irgendwie schafft, so richtig ins Leben zurückzufinden und dann auf einen Mann trifft, der alles verändert und der aber auch ein ganz, ganz großes Geheimnis hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Buch, schaut in meiner Rezi vorbei. Ich mag es wirklich sehr und ich freue mich schon, wenn im August der 2. Teil erscheint. Ich muss wissen, wie es mit den beiden weitergeht und was da jetzt alles noch passiert. Ich fand nur, das Ende war für mich ein bisschen unlogisch. Also ich habe in meiner Rezi dazu dann auch gespoilert, ganz am Schluss, wenn ihr das Buch kennt, ihr werdet vielleicht wissen, was ich meine. Ich fand das Ende ein bisschen unlogisch. Ich finde, man hätte diesen Cut an einer anderen Stelle machen können, als dass es mehr Sinn gemacht hätte. Aber so wie dieses Buch jetzt geendet hat, war es ein bisschen unlogisch für mich einfach. Und ansonsten mochte ich das Buch wirklich sehr und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an, ich mochte es und bin auf den 2. Teil gespannt. Im Juni ist auch das neue Buch von der lieben Jackie Feldgut erschienen und zwar Der letzte Liebesbrief. Ich durfte dieses Buch vorab auch wieder mitlesen. Auch hier habe ich eine Buchvorstellung zu diesem Buch gemacht und Der letzte Liebesbrief ist wieder eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte und ich muss allerdings sagen, dass diese Geschichte nicht so 100% so an mich rangegangen ist, wie die anderen Bücher von Jackie. Also das war jetzt so die erste Geschichte, die mir nicht ganz so ans Herz gegangen ist, sag ich einfach mal. Ich liebe ja Jackie, ihre Geschichten, wie ihr wisst. Und ich liebe einfach ihre Art, die Geschichten zu erzählen und wie sie schreibt. Und es war auch in diesem Buch alles wieder wunderschön. Und es war auch richtig cool, was sie sich alles ausgedacht hat in dieser Geschichte. Aber irgendwie ging mir dieses Buch trotzdem nicht nah. Ich weiß nicht warum. Ich hatte mit Nell, unserer Protagonistin, am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich bin mit ihr am Anfang nicht so warm geworden und es waren halt Dinge in diesem Buch, wo ich mir gedacht hätte, wenn man einfach mal offen und ehrlich drüber geredet hätte, hätte man diese ganzen Probleme nicht. Und das war für mich einfach so wahrscheinlich, dass das vom Grundsatz her für mich so ein bisschen unlogisch gewesen ist, dass das deswegen alles nicht so nah an mich rangegangen ist. Aber wo die Geschichte dann fortgeschritten ist, wo man dann auf dieser Reise mit unseren beiden Charakteren war, dann ist mir das auch schon nahe gegangen, dann hat mir das auch schon gefallen, aber dieses Buch war nicht ganz so perfekt wie die anderen Bücher von Jackie, aber das ist völlig okay, denn es muss mir ja auch nicht jedes Buch richtig nahe gehen und mega gut gefallen. In Der letzte Liebesbrief geht es auf jeden Fall um Nell und Nell ist bei ihrer Tante aufgewachsen und sie findet eines Tages bei ihrer Tante einen Liebesbrief. Und in diesem Liebesbrief sind Koordinaten versteckt mit einem Hinweis auf den nächsten Brief. Und Nell weiß nicht, was das für ein Brief ist und wo der herkommt und von wem der stammt. Und sie weiß nur, dass ihre Tante sehr einsam ist und nie eine Beziehung hatte. Und Nell wünscht sich für sie aber halt ein bisschen Glück. Und so begibt sie sich auf diese Reise und sucht den 2. Liebesbrief. Und dort trifft sie dann auf Sam an diesem Ort, wo dieser Brief versteckt ist. Und Sam hilft ihr dann, die weiteren Briefe zu finden und begibt sich mit ihr zusammen auf diese Reise, denn Sam braucht auch im Moment etwas Hilfe. Er ist Fotograf und
er ist ein relativ berühmter Fotograf und er hat aber seine Muse verloren und ihm macht die Arbeit momentan auch nicht mehr wirklich Spaß. Er ist nicht mehr kreativ genug und er erhofft sich jetzt einfach davon, wenn er mit Nell auf diese Reise geht, dass das alles ein Stück weit zurückkehrt, denn diese Liebesbriefe berühren ihn, wie ihn nichts anderes in letzter Zeit berührt hat. Und ja, was diese Liebesbriefe im Endeffekt für eine Bedeutung haben, wer sie geschrieben hat und was alles so da dahinter steckt und was mit Nell und Sam auf dieser Reise passiert, das ist es schlussendlich ja, worum es in der letzte Liebesbrief geht. Und ich muss sagen, Jackie hat sich hier wirklich was ganz, ganz Tolles ausgedacht. Ich finde die Orte, die sie sich ausgedacht hat, wo diese Briefe versteckt sind, die sind richtig cool. Also auf solche Ideen muss man erst mal kommen. Und fand ich richtig gut. Wie gesagt, der Schreibstil hat mir wieder sehr gut gefallen. Das Setting mochte ich sehr. Ich fand Sam wirklich unglaublich toll. Der ist einfach ein so warmherziger, guter Kerl. Und ja, wie gesagt, mit Nell hatte ich so ein bisschen meine Startschwierigkeiten, aber auch das hat sich im Laufe der Geschichte gelegt. Sie hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt und ja. Ich fand das Buch im Großen und Ganzen wirklich richtig gut. Es ist eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Ging mir jetzt nicht ganz so nah wie die anderen Bücher von Jackie, aber ist trotzdem eine richtig süße, tolle Liebesgeschichte. Wenn ihr Liebesgeschichten gerne lest, die jetzt keine Erotik beinhalten, dann solltet ihr euch das Buch von Jackie auf jeden Fall angucken. Das ist eine richtig, richtig süße Liebesgeschichte über eine Reise, über Freundschaft, über Verlust, über Trauer, über Wut, über Verzweiflung. Also da kommt wirklich das ganze Spektrum an Gefühlen drin vor. Deswegen kann ich sie euch auch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an und ja, ich mag sie sehr und ich freue mich schon tierisch auf das nächste Buch von Jackie, was kommt. Das nächste Buch durfte ich im Juni schon vorab lesen. Dieses Buch ist am Freitag ja jetzt erst rausgekommen, also am 13.07. Da ist auch meine Rezi dazu online gegangen. Und zwar rede ich von White Maze von June Perry. Ich mache mal den Schutzumschlag ab. Ich finde den Schutzumschlag cool. Der ist halt so weiß und so durchsichtig, aber das Buch, was sich darunter verbirgt, das ist irgendwie noch viel, viel cooler. Wartet mal, also das hier ist der Schutzumschlag, da steht einfach nur White Maze drauf und das ist das eigentliche Buch und das finde ich so richtig cool, dass dieses Buch so richtig schön bunt ist und bedruckt. Und ja, ich hatte es in meiner Rezi schon gesagt, ich fand dieses Buch einfach richtig, richtig gut. In diesem Buch geht es so um Virtual Reality, also es ist quasi Urban Science Fiction, kann man das so nennen. Also es ist Science Fiction, was noch in unserer Welt spielt, natürlich in einer Zukunft. Und alles ist viel, viel technischer und weiterentwickelt, aber es ist immer noch unsere Welt und man erkennt sie halt auch noch. Und wir begegnen in dieser Welt Vivian und Vivian ist ein Mädchen, was sorgenfrei aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist die größte Computer-Game-Programmiererin auf dem Planeten und dadurch hat sie natürlich auch ganz, ganz viel Geld zur Verfügung. Hat es sich bisher in ihrem Leben gut gehen lassen und sie ist im letzten Jahr auf der Schule und alles ist schön. Sie hat zwei Freundinnen, mit denen sie alles macht. Und dann ist es so, dass ihre Mutter neue Virtual Reality Kontaktlinsen erfunden hat, die Lucent-Linsen. Und mit diesen Linsen wird das Virtual Reality-Erlebnis noch viel, viel realistischer, weil wenn man diese Linsen einsetzt, kann man in dieser virtuellen Welt auch fühlen. Also man spürt den Sand unter seinen Füßen, man spürt das Wasser in seiner Hand und alles solche Sachen halt. Und diese Linsen sollen jetzt ganz, ganz neu auf den Markt kommen und Vivian hat von ihrer Mutter schon drei Paar Linsen vor Veröffentlichung zur Verfügung gestellt bekommen und Vivian möchte diese Linsen dann am Abend auf einer Party ihren Freundinnen geben und sie wollen die dann auch ausprobieren. Und als Vivian aber von der Schule nach Hause kommt, stellt sie fest, dass ihre Mutter das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat und alles durchwühlt hat und kommt ganz panisch auf sie zu und fragt, wo diese Linsen sind. Und Vivian holt sie dann halt aus ihrer Tasche und sagt, was ist los, die wollte ich heute Abend den Mädels geben und wir wollten die dann austesten. Und ihre Mutter haut diese Linsen einfach nur in die Mikrowelle und macht sie kaputt. Und sagt ihr nur, pack deine Sachen, ich bin in 2 Stunden zurück, dann hauen wir ab. Und Vivian hat keine Ahnung, was genau jetzt los ist, was passiert ist und fragt sich natürlich, was geht denn bei der ab, weil ihre Mutter ist schon ein bisschen exzentrisch und macht sich da auch jetzt nicht weiter den Kopf. Und ja, später an diesem Abend steht die Polizei vor der Tür und teilt ihr mit, dass ihre Mutter gestorben ist. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier genau passiert? Die Polizei sagt, ihre Mutter sei eines natürlichen Todes gestorben und Vivian glaubt aber natürlich nicht daran, denn das Verhalten auch ihrer Mutter war absolut untypisch. Und so begibt sie sich auf die Reise und versucht herauszufinden, was genau alles da dahinter steht und was es mit diesen Lucent-Linsen auf sich hat und warum ihre Mutter sie zerstört hat. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem, und das ist so das Grobe und Ganze, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, richtig toll. Ein ganz, ganz tolles Jugendbuch. Also man merkt bei diesem Buch definitiv, dass es ein Jugendbuch ist. Von der ganzen Ausdrucksweise, von der ganzen Schreibweise her.
Was ich aber wirklich nicht schlimm fand. Ich mag ja Jugendbücher sowieso und ich fand es ganz, ganz toll. Ich fand die Handlung gut. Ich fand die Entwicklung gut in dieser Geschichte. Ich fand es sehr, sehr spannend herauszufinden, was so da dahinter steht. Ich mochte die Charaktere. Ich fand Vivien toll. Ich fand, Vivien hat sich hier wirklich gut entwickelt in diesem Buch. Von einem Mädchen, was wirklich nur so Klamotten, Jungs und Party im Kopf hat, zu einer sehr ernsthaften Person, die im Endeffekt schon noch versucht, alles Mögliche zu tun, um, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, naja, bestimmte Dinge zu retten und so. Also ja, also sie entwickelt sich dann wirklich zu einer ganz, ganz tollen Person und sie hat natürlich auch ganz, ganz tolle Leute dann an ihrer Seite und ich fand das Buch einfach toll. Also tolle Handlung, tolle Charaktere, ich mochte das Setting, ich konnte mir das auch wirklich gut vorstellen. Ich hatte keine Probleme damit, mir diese Virtual Reality auch vorzustellen. Also das hat die Autorin auch wirklich gut erklärt und ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und der Schreibstil von June Perry war typisch Jugendbuch, ganz einfach, ganz schlicht, keine komplizierten Sätze, keine schlimmen Metaphern, die man nicht versteht oder irgendwas. Und ich finde, wie gesagt, June Perry hat das mit dieser Virtual Reality auch gut erklärt, dass man das sich auch gut vorstellen konnte und gut hineinversetzen konnte. Und ja, ich kann euch White Mice wirklich nur empfehlen. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Buch ein Einzelband ist. Die Geschichte an für sich ist in sich abgeschlossen, aber es gibt auf der letzten Seite einen ganz kleinen Hinweis, dass es weitergehen könnte, denn es sind in diesem Buch auch noch ein paar Fragen offen geblieben, die man noch erörtern könnte. Also, ich weiß gerade nicht, ob es ein Einzelband ist oder nicht. Ich werde den Verlag mal fragen. Und wenn ihr gerne Jugendbücher liest, die so ein bisschen Science-Fiction angehaucht sind und eine tolle Story haben und auch eine kleine Liebesgeschichte mit beinhalten, dann schaut euch dieses Buch an. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich im Juni mein erstes Buch aus dem Feuerwerk Verlag gelesen und zwar Eigentlich nur dich von Christina Munninger. Und der Verlag hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich ein Buch aus ihrem Verlag lesen möchte und ich habe mir die Bücher dann mal angeschaut und ich fand Eigentlich nur dich hat sich wirklich richtig cool angehört und ja, habe dieses Buch dann auch netterweise vom Verlag bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und in Eigentlich nur dich geht es um Mona und Mona ist Single und genießt ihr Leben. Sie wohnt zusammen mit ihrer besten Freundin und deren Tochter in Hamburg in einer Wohnung, die sie sich jetzt selber richtig schön eingerichtet haben und von Grund auf quasi auch saniert haben und renoviert haben. Und ja, Mona mag ihr Leben, sie ist eigentlich Zeichnerin, schafft es aber noch nicht, sich von ihrem Job über Wasser zu halten, deswegen kellnert sie nebenbei auch noch in einem Café. Und Milo, was machst du denn? Milo robbt sich über den Fußboden, Entschuldigung. Auf jeden Fall arbeitet sie nebenbei noch in diesem Café und Mona trifft dann in einer sehr unwirklichen Situation, sage ich einfach mal, auf Milan und die beiden verstehen sich auf Anhieb richtig gut und sie merken beide sofort, dass da so eine gewisse Verbindung zwischen ihnen ist und sie merken, dass sie die gleichen Interessen haben und dass sie wirklich gut, was das betrifft, auch zusammenpassen. Die Wege der beiden trennen sich dann erstmal wieder und dann begegnen sie sich noch einmal in einer wirklich lustigen Situation, wo wirklich riesiger Zufall eine Rolle spielt und da merken sie beide wieder, dass das einfach passt. Und leider ist es dann so, dass bevor die beiden sich treffen können, etwas in Monas Leben passiert, was ihr Leben komplett umkrempelt und sie komplett aus der Bahn wirft und so schafft sie es nicht, nochmal sich mit Milan zu treffen und Milan weiß nicht, was bei Mona passiert ist, er macht sich Sorgen und sie meldet sich nicht und ja, was er aber nicht weiß, ist, dass er quasi der Einzige ist, der ihr in dieser schweren Zeit hilft. Und was jetzt alles genauso dahinter steckt und was Milan tut, um ihr zu helfen und was mit Mona passiert ist und ob die beiden am Ende vielleicht doch noch eine Chance haben, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass dieses Buch eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte ist, die auch, wenn sie 100 Seiten länger gewesen wäre oder vielleicht auch 80 Seiten länger gewesen wäre, einen richtig guten Tiefgang gehabt hätte. Aber dafür waren mir hier die Szenen einfach zu unausgebaut. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Geschichte hätte wirklich sehr, sehr tiefgründig werden können und hätte wirklich auch auf dieser Ebene wirklich mich sehr, sehr berühren können. Aber leider war dann einfach die Szenen zu knapp beschrieben und das Ganze nicht weit genug ausgebaut. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber es war eine richtig tolle, süße Liebesgeschichte und ich fand die Handlung wirklich gut. Es gab nur eine Sache in diesem Buch, die mich sehr gestört hat. Die kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, weil ich euch sonst fett spoilern würde. Und diese eine Sache hat mich das ganze Buch weg dann durchhin bis zum Ende genervt, weil ich einfach, diese Sache hat mit Milan zu tun und diese Sache, immer wenn es um diese Sache ging, war Milan irgendwie nicht er selbst. Er hat total merkwürdig reagiert und für mich auch absolut unsinnig reagiert. Und gerade am Ende fand ich das einfach nur was, nee, ganz ehrlich, nein, kein Mensch reagiert so. Also zumindest niemanden, den ich jetzt persönlich kennen würde oder so. Also ich kenne diese Situation, in der Milan ist, aus dem Bekanntenkreis
Und ich weiß, wie da das Ganze ausgegangen ist. Und ich weiß, dass dieser Ausgang da definitiv realistischer ist wie das hier. Also das ist für mich schon sehr weit hergeholt gewesen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ansonsten fand ich das Buch wirklich gut. Also ich mochte die Geschichte, ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte, wie sich das mit Mona alles entwickelt hat. Man merkt, was sie halt alles durchgemacht hat. Man merkt, dass sie daraufhin wirklich Zweifel hat. Man merkt, wie sie wieder ein Stück weit erstmal zurückfinden muss zu sich selbst. Und ja, fand ich einfach toll. Also Handlung war wirklich gut, wie gesagt, bis auf diese eine Sache. Was die Charaktere betraf, mochte ich Mona sehr. Ich mochte auch Milan wirklich sehr, aber dieses Verhalten, wenn es um diese Sache ging. Was die anderen Nebencharaktere betraf, fand ich soweit auch gut. Die haben gut ihre Rollen gespielt. Vom Setting her befinden wir uns hier in Hamburg, was ich auch richtig cool fand. Also ich finde, die Autorin hat das auch alles gut beschrieben und rübergebracht. Der Schreibstil ist ein lockerer, leichter, romantischer Schreibstil auch. Es sind keine komplizierten Sätze hier mit verbaut worden oder so. Es ist wirklich ein ganz schlichter Schreibstil, dass man sich in dieses Buch auch wirklich gut fallen lassen kann. Und ja, mehr gibt es zu diesem Buch auch nicht zu sagen, außer richtig tolle, schöne Liebesgeschichte, die wirklich richtig tiefgründig hätte werden können, wenn sie 100 Seiten mehr gehabt hätte. Aber so ist es halt eine niedliche Liebesgeschichte, was auch völlig okay ist. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten mögt, wo jetzt nicht wirklich viel Erotik drin vorkommt. Es ist ein mini, mini, mini kleiner Teil, der hier drin vorkommt, aber nicht wirklich viel. Und ja, schaut es euch an, ich empfehle es euch und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. So ihr Lieben, machen wir weiter mit den nächsten Büchern und zwar sind die nächsten Bücher alles E-Books, die ich gelesen habe. Ja, ich habe tatsächlich diesen Monat mal E-Books gelesen, aber ich wollte diese Bücher schon so lange mitlesen. Es sind auch alles relativ kurze Geschichten, also zumindest zwei davon sind zwei Kurzgeschichten und zwei davon sind Bücher, die ungefähr so 300 Seiten Länge haben. Und ja, diese vier Bücher sind zum einen Dieser eine Tag von Samantha Young, das ist das kürzeste Buch. Dieses Buch hat nur 88 Seiten und so eine Geschichte auf 88 Seiten zu erzählen, mega cool. Diese Geschichte spielt wirklich im Großen und Ganzen an einem Tag und es gibt dann noch etwas, dann, wo das dann nicht mehr in diesen einen Tag spielt, so die letzten paar Seiten. Aber wirklich ein wirklich riesig großer Teil dieser Geschichte spielt an einem einzelnen Tag. Und das fand ich richtig cool. Und in dieser einen Tag geht es um Hazel und Liam. Und Hazel und Liam begegnen sich im Wald in einer sehr ungewöhnlichen Situation, sag ich mal, und lernen sich dort kennen. Und ja, Hazel ist geflüchtet quasi und wollte einfach mal alles hinter sich lassen, denn es ist zum vierten Mal oder so passiert, dass sie am Valentinstag sitzen gelassen wurde. Oder besser gesagt, kurz vorm Valentinstag. Der Typ, der sie dieses Mal verlassen hat, hat halt gesagt, naja, damit es nicht ganz am Valentinstag wird, mache ich das jetzt schon mal zwei Wochen vorher und so. Und ja, Hazel weiß nicht mehr, was überhaupt los ist. Jede Beziehung, die sie hat, geht den Bach runter und sie hat auch keinen Bock mehr auf Männer. Deswegen macht sie sich quasi auf so einen kleinen Roadtrip durch Schottland. Und fährt mit dem Camper ihres Bruders so durch die Gegend und ja, trifft dann, wie gesagt, dort im Wald auf Liam. Und auch Liam hat seine Gründe, warum er sich quasi mal eine Auszeit nimmt und durch das Land so streift. Und ja, die beiden begegnen sich und merken sofort, dass da etwas ist zwischen ihnen. Also sie verstehen sich auch auf Anhieb super gut. Und wie es das Schicksal so will, begegnen sie sich danach noch ein zweites Mal. Und Hazel tut Liam auch helfen in einer ganz bestimmten Situation. Und so machen die beiden sich an diesem einen Tag, an diesem Valentinstag, der ja eigentlich für Hazel der Tag des Unglücks ist, gemeinsam auf den Weg und verbringen den Tag miteinander. Und was an diesem einen Tag mit den beiden alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Wie gesagt, das sind nur 88 Seiten und es ist eine von Samantha Youngs Valentins-Kurzgeschichten. Aber ich fand sie ganz, ganz toll. Ich fand die Geschichte wirklich richtig gut und dafür, dass das so eine Geschichte ist, die wirklich so ganz knapp verpackt ist, hat es mir mega gut gefallen. Also wenn ihr Bock auf so eine Kurznovelle habt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Samantha Young hat es hier wirklich geschafft, eine richtig tolle Geschichte in ganz, ganz kurzer Zeit zu erzählen und ich fand es einfach super. Also schaut sie euch an. I like, I like, I like. Dann habe ich im Juni endlich mal auch noch mitgelesen Rook Love. Das ist ja die Geschichte von Jamie und Melody. Dieses Buch gehört zur Sinners of Saint-Reihe, also zu Vicious Love. Und in Vicious Love lernen wir Jamie kennen. Und Jamie ist da schon seit ganz, ganz langer Zeit glücklich verheiratet und hat auch schon ein Kind und so. Und in Rook Love ist das quasi die Geschichte von Jamie und Melody, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie ihre Beziehung begonnen haben. Das ist wieder auch nur so eine Kurzgeschichte, die geht, glaube ich, 130 Seiten auch nur.
Und ja, es war sehr, sehr interessant, das Ganze zu lesen. Irgendwie habe ich mir auch Jamie bei Vicious Love ganz anders vorgestellt, wie er in Rogue Love dann schlussendlich gewesen ist. Also, ja, war irgendwie ganz komisch, dass der da so ganz anders für mich rüberkam vom Empfinden her wie in dem anderen Buch. Aber so ist das manchmal. Ja, auf jeden Fall fand ich die Geschichte von Jamie und Melody auch ganz süß, ganz cool. Also zur Vervollständigung dieser Reihe gehört es auf jeden Fall für mich da dazu. Es ist keine Geschichte, die mich jetzt extrem begeistern konnte. Der erotische Anteil in dieser kurzen Geschichte ist wirklich recht hoch. Also da geht es ordentlich zur Sache die ganze Zeit. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Da hätte ich ein bisschen mehr Inhalt mir gewünscht und weniger... Naja, ihr wisst schon. Also ja, aber an und für sich war das eine süße, niedliche Geschichte, die einem nochmal so vor Augen geführt hat, was es mit Jamie und Melody auf sich hat und was so da dahinter steckt und was die beiden für Schwierigkeiten überwinden mussten. Und ja, fand ich im Großen und Ganzen ganz cool. Hat mir gut gefallen, aber war jetzt nicht so der Hit für mich. Aber war halt auch, wie gesagt, nur ein Buch von knappen, ich glaube, 130 Seiten oder 150. Also es war auf jeden Fall keine lange Geschichte. Aber wenn ihr die Sinners of Saint Reihe beziehungsweise Vicious Love gelesen habt und diese Reihe auch weiterlesen wollt, dann schaut euch Rogue Love auf jeden Fall an. Ich finde es zur Komplementierung der Geschichte mit den vier Hot Holes oder wie auch immer sie sich nennen, gut. Und es gehörte für mich einfach da dazu. Jetzt habe ich es gelesen. Ich fand es ganz nett. Wie gesagt, umgehauen hat es mich nicht, aber ist eine schöne Geschichte, ob man weiß, was es mit Jamie und Melody auf sich hat. Dann bin ich durch Amazon auf die nächsten beiden Bücher gestolpert. Und zwar sind das Bücher von Sarina Bowen. Ich wusste, dass sie, mal abgesehen von den Ivy Years und der Vermont-Reihe, noch eine dritte Reihe auf jeden Fall schon rausgebracht hat, nämlich die Gravity-Reihe. Und ich bin durch Zufall bei Amazon darüber gestolpert auf die Gravity-Reihe. Bei dieser Reihe ist der erste und auch der zweite Teil bereits erschienen, aber über einen ganz, ganz kleinen Verlag. Und deswegen, die sind auch nicht wirklich groß promotet worden, die Bücher. Deswegen waren die jetzt für mich auch nicht so offensichtlich zu finden. Auf jeden Fall habe ich sie aber gefunden, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe sie mir als E-Book gekauft. Ganz einfach, weil sie als E-Book so viel günstiger waren wie als richtiges Buch. Und ich fand jetzt die Cover auch nicht so schön, dass ich sie unbedingt im Regal haben wollte. Und ja, habe dann auch beide Bücher gleich im Juni noch mitgelesen. Und das erste Buch ist, jetzt muss ich nochmal abspicken, weil diese Buchtitel sind einfach... mega lang. Das erste Buch ist Kalte Nächte, warme Herzen. Ich blende euch das Cover hier ein. Und in diesem Buch geht es um Willow und um Dane. Und die beiden lernen sich in einer sehr, sehr stürmischen Nacht kennen. Also Willow wollte für ihre Hühner schnell nur noch Futter kaufen, weil sie weiß, wenn ein Schneesturm über Vermont hinwegzieht, dann wird das heftig und dann kommt man zwei Tage nicht weg und ihre Hühner hatten nichts mehr zu fressen. Und sie schafft es dann aber nicht mehr rechtzeitig vor diesem richtig schweren Schneegestöber zu Hause zu sein. Und ja, hat dann einen Unfall und schiebt ein anderes Auto auch noch von der Straße. Und ja, in diesem Auto sitzt dann Dane. Die beiden schließen sich dann quasi in diesem Schneesturm zusammen und verbringen die Nacht zusammen in Danes Auto und hoffen, dass der Abschlepper irgendwann mal vorbeifahren wird. Denn sie sind, wie gesagt, mitten in so einer ländlichen Gegend, wo nicht viel passiert. Und beide merken dann in dieser Nacht sehr, sehr schnell, dass da etwas zwischen ihnen ist. Und ja... Dane sagt aber von Anfang an, dass er keine Freundin und keine Beziehungen möchte. Er ist der Einzelgänger schlechthin und er hat nur One-Night-Stands. Und ja, darauf lässt sich Willow dann auch ein. Und diese Nacht verändert trotzdem alles zwischen den beiden. Und warum Dane ein Single-Leben führen möchte, das hat einen bestimmten Grund. Und das herauszufinden gilt es in diesem Buch. Und die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist, was passiert nach dieser Nacht mit den beiden? Werden sie sich wiedersehen? Und wird diese Beziehung, die in so einer stürmischen Nacht begonnen hat, denn überhaupt eine Chance haben? Und mehr kann ich zum Buch eigentlich auch nicht sagen. Ich fand die Geschichte wirklich süß und richtig cool. Also es ist natürlich total kitschig und übertrieben und überzogen und unrealistisch, so wie Rogue Love und dieser eine Tag im Übrigen auch. Aber das sind ja Geschichten, die ich absolut gerne lese und die ich total mag. Und ich fand die Geschichte richtig cool und richtig süß. Ich fand, was Sarina Bowen da so drumherum auch aufgebaut hat. Diese kleine Stadt und dieses kleine Farmhaus, wo Willow auch lebt und diese Freundin von Willow. Das hat für mich einfach alles super zusammengepasst und man konnte Dane auch irgendwo verstehen, wieso, weshalb, warum er so ist, wie er ist und was alles so dahinter steckt. Und ich fand ihn streckenweise einfach als zu großes Arschloch. Das war mir dann ein bisschen zu unlogisch, dass er sich jetzt so krass ihr gegenüber verhält. Aber
Gut, es ist halt so, wie gesagt, es ist übertrieben und unrealistisch, aber ich mochte die Geschichte. Und der erotische Anteil ist in dieser Geschichte sehr hoch. Also wer die Vermont-Reihe gelesen hat und auch die Ivy Years-Reihe von Serena Bowen, was da so bisher erschienen ist, der weiß, dass der erotische Anteil sich eigentlich im Rahmen hält. Also bei der Ivy Years-Reihe ist er, glaube ich, noch geringer wie bei der Vermont-Reihe. Aber hier bei der Gravity-Reihe war der schon im Verhältnis dazu recht hoch. Jetzt nicht übertrieben hoch, so wie bei Rue Glove, aber schon höher auf jeden Fall. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fand und was ich gut fand, ist, dass die Charaktere schon älter waren. Also Willow ist Ende 20 und Dane ist Anfang 30, womit ich definitiv auch sehr viel anfangen konnte, weil ich ja auch so in dem Alter gerade bin. Und es war mal erfrischend, nicht unbedingt immer nur Protagonisten zu haben, die gerade aufs College gehen, auch wenn ich diese Geschichte natürlich sehr, sehr liebe, aber es war wirklich mal eine schöne Abwechslung und ja, ich fand Kalte Nächte, warme Herzen, dieser Titel ist total bescheuert, aber ich fand das Buch wirklich gut. Ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting, ich fand die Schreibweise von Serena Bowen und auch die Übersetzung wieder richtig gut und die Handlung hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, gerade wenn ihr Serena Bowen-Fans seid, schaut es euch auf jeden Fall an. So, und damit kommen wir jetzt gleich mal zum zweiten Teil der Gravity-Reihe und der heißt Harter Fall, weiche Landung. Genau, Harter Fall, weiche Landung, auch so ein bescheuerter Titel. Und in diesem Buch geht es dann um die Freundin von Willow und einen Freund von Dane. Und dieser Freund hieß... Die haben ihn immer alle nur Teufelskerl genannt. Er hatte aber auch einen richtigen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Oh, Une Minute, wie heißt dieser richtige Name von dem Kerl? Hank, er hieß Hank, glaube ich. Hieß er Hank? Und sie hieß Kelly. Hank. Und... Kelly, genau. Oh, ich habe mir doch mal noch ein paar Namen gemerkt. Oh, manchmal, ne? Manchmal hängt es einfach. Auf jeden Fall ist Kelly die Freundin von Willow und arbeitet im Krankenhaus als Ärztin. Und Hank ist wie Dane Skisportler. Hank ist professioneller Snowboardfahrer und Hank hat dann einen Unfall. Und nach diesem Unfall verändert sich für ihn alles, sein komplettes Leben. Und Hank kommt damit absolut nicht zurecht. Und er trifft dann im Krankenhaus auf Kelly und... er kann sich an die erste Begegnung der beiden so überhaupt nicht erinnern und Kelly ist ein Mensch, die sehr, sehr unsicher ist mit sich und halt auch nicht wirklich viel Selbstbewusstsein hat, außer wenn es halt um ihre Arbeit geht. Als Ärztin ist sie wirklich sehr, sehr kompetent und so, aber wenn es halt so um sie selbst geht und Gefühle und um so Äußerlichkeiten, dann ist sie halt eher introvertiert und sehr unsicher. Und Hank ist halt von seiner ganzen Persönlichkeit her eigentlich das volle Gegenteil. Er ist voll der Draufgänger, er sieht gut aus, er weiß, dass er gut aussieht und. Aber nach dem Unfall ist halt nichts mehr, wie es war. Und die beiden, wie gesagt, begegnen sich dann im Krankenhaus wieder und Hank findet Kelly von der ersten Minute an sehr, sehr sympathisch, kann sich aber, wie gesagt, nicht mehr an die erste Begegnung der beiden erinnern. Und Kelly weiß jetzt halt nicht so richtig, wie sie mit Hank umgehen soll, denn er verhält sich ihr jetzt komplett anders wie bei dieser ersten Begegnung. Und ja, die beiden verbringen dann etwas Zeit zusammen im Krankenhaus, weil Hank dann an einer Studie teilnimmt, die Kelly leitet. Und ja, die beiden freuen sich dann auch an. Und was mit den beiden passiert und ob beide es schaffen, sich gegenseitig irgendwie Mut zuzusprechen, das ist halt so, worum es in Harter Fall, weiche Landung geht. Ich finde diesen Titel immer noch im Übrigen sehr, sehr furchtbar. Und ja, ich muss sagen, dass mir der zweite Teil sogar noch ein Stückchen besser gefallen hat wie der erste. Der erotische Anteil im zweiten Teil war jetzt nicht ganz so hoch wie im ersten, obwohl der im ersten, wie gesagt, es hält sich alles im Rahmen. Aber es war im zweiten Teil nicht ganz so viel. Und ich muss sagen, dass ich das gut fand, dass die Liebesgeschichte hier sehr langsam und bedacht erzählt wurde. Also es war für mich absolut glaubwürdig, was da passiert ist zwischen den beiden und ich konnte das super verstehen und nachvollziehen. Es war natürlich auch immer noch kitschig und überzogen und schmalzig, aber es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also ich fand Hank sehr, sehr sympathisch, ich fand Kelly sehr, sehr sympathisch, ich fand die Geschichte einfach richtig gut und ja... mochte das Ganze rundum sehr. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt von der Geschichte, weil wie gesagt, diese Bücher sind so knappe 300, 330 Seiten lang. Da hätte die Geschichte gerne noch ein bisschen mehr haben können. Der zweite Teil hat mir definitiv noch einen Tacken besser gefallen wie der erste. Ich fand Hank toll, ich fand Kelly toll, ich fand das super, wie die alle so da miteinander agiert haben. Ich fand die Nebencharaktere toll. Ich mochte die Situation in dieser Geschichte, denn es war jetzt nicht einfach so eine Standardgeschichte, sondern aufgrund des Unfalls von Hank war da schon noch eine gewisse Ernsthaftigkeit da dahinter und ja. Fand ich ganz toll, hat mir richtig gut gefallen, kann ich euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch. Und ja, schaut euch diese beiden Bücher auf jeden Fall an, wenn ihr Serena Bowen-Fans seid, ihr werdet euren Spaß dran haben. Ansonsten, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, die kitschig und schmalzig sind,
dann schaut euch diese Bücher auch auf jeden Fall an. Ich fand sie ganz, ganz toll und ich bin mal gespannt, ob der dritte Teil der Gravity-Reihe da jetzt auch noch mit übersetzt wird. Schauen wir mal. Das wären die E-Books gewesen. Jetzt habe ich noch ein Buch und das ist ein richtiges Buch wieder. Und das letzte Buch, was ich im Juni noch mitgelesen habe, ich habe das Buch hier ausgepackt und habe Freudensprünge veranstaltet und habe gedacht, yay! Und habe es dann an dem Tag auch gleich noch angefangen zu lesen. Und zwar der dritte Teil der Diamonds for Love-Reihe von Lena Hagen, Entflammte Sehnsucht. Dieses Buch war so gut. Es war wieder so unglaublich gut. Es war so, so toll. Ich finde, diese Cover sind immer noch nicht so richtig perfekt für diese Reihe, aber ich finde es einfach so gut. Ich liebe diese Reihe, ich liebe diese Familie und in dieser Reihe geht es ja um die Familie Bennet. Und im dritten Teil geht es jetzt um Pippa Bennet. Pippa ist die älteste der Geschwister, also das älteste Mädchen der Geschwister. Älter als sie sind noch Logan und Sebastian, um die ging es im ersten beiden Teilen. Und ja, jetzt hat Pippa ihre Geschichte bekommen und man hat in den ersten beiden Teilen schon so von Pippa mitgekommen, was da so los ist, dass sie gerade in einer Scheidung steckt, in einer richtig fiesen, bösen und dass sie auf Männer eigentlich keine Lust hat, obwohl sie eigentlich sehr, sehr einsam ist und doch schon gerne mal wieder auf ein Date gehen würde, aber sich nicht so richtig traut und lieber aus mehrere Schwestern verkuppeln möchte. Und ja, Pippa trifft dann auf einer Hochzeit auf Eric Callahan und Eric ist Witwer und hat eine kleine Tochter und diese Tochter ist ein totaler Fan von Pippa und ihrer Arbeit und möchte wie Pippa auch Schmuckdesignerin werden. Und Pippa nimmt sich der Kleinen dann so ein bisschen an und sagt, komm doch mal bei mir auf Arbeit vorbei, weil es sind gerade Sommerferien. Und komm mal vorbei, ich zeig dir ein bisschen was, was das Zeichnen betrifft, was die Schmuckherstellung betrifft. Und ja, so begegnen sich Pippa und Eric dann wieder und beide merken sehr, sehr schnell, dass da etwas ist zwischen ihnen. Und beide wissen aber auch, dass sie diesem Ganzen eigentlich nicht nachgeben sollten, denn Eric ist nur für eine bestimmte Zeit in San Francisco und wird dann danach wieder in seine Heimat Boston zurückkehren. Und er möchte das seiner Tochter eigentlich auch nicht antun, da sie sich zu sehr an einen Menschen gewöhnt. Und er hat halt auch Angst, eine Beziehung einzugehen, weil er halt auch Angst hat, wenn das dann schief geht, dann leidet halt nicht nur er, sondern auch sein Kind. Und er hat halt auch Angst, dass seine Kleine halt eine neue Frau an seiner Seite nicht akzeptieren wird. Und ja, das sind dann alles so Probleme, die die beiden irgendwie versuchen müssen zu überwinden. Und halt, ob sie am Ende doch noch irgendwie eine Chance haben, zueinander zu finden, das ist es halt schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und ich fand dieses Buch so süß, ne? Also ich fand ja Pippa schon ultra sympathisch in den ersten beiden Teilen und sie war mir auch hier wieder sehr, sehr sympathisch. Ich fand Eric ganz, ganz toll und ich muss auch sagen, seine kleine Tochter, wie hieß sie denn noch gleich? Ah, Julie heißt sie. Ah, okay, jetzt habe ich den Namen von der Kleine gefunden, Julie. Jetzt weiß ich aber gerade gar nicht mehr, was ich eben gesagt habe. Ich bin ein Held. Ja, auf jeden Fall fand ich Julie auch ganz, ganz süß. Als Tochter. Ich glaube, ich war gerade bei den Charakteren, oder? Ich glaube, naja. Ihr wisst, ich bin etwas chaotisch immer. Ja, also Charaktere, Pippa, Eric, Julie, auch die ganze Familie wieder. Die Charaktere waren einfach alle wieder so toll und so süß. Und diese Probleme, die in diesen Büchern überwinden müssen, die sind einfach so alltäglich und so normal. Ich meine, klar, hier geht es alles um Familien, die viel Geld haben und nicht wirklich irgendwelche großen Sorgen und Nöte. Aber ich fand die Geschichte einfach wieder richtig gut. Also tolle, tolle Charaktere. Ich liebe diese Familie und ich finde, Eric passt da so super gut hinein. Und auch die Kleine, den seine Tochter ist voll süß und er ist voll der liebe Papa, obwohl er eigentlich in der Geschäftswelt immer der Hai genannt wird und da eigentlich knallhart ist. Und ja, aber seiner Tochter gegenüber ist er halt total sanftmütig und der beste Dad der Welt sozusagen. Und ja, es war halt wirklich schön zu sehen, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich fand die Handlung in diesem Buch auch wirklich ganz, ganz toll. Ich fand es gut, was in dem Verlauf der Geschichte alles passiert ist. Und ich fand das Setting wieder toll. San Francisco ist einfach eine richtig, richtig tolle Stadt. Und ja, ich fand auch den Schreibstil von Leila Hagen wieder super, super einfach, locker leicht, romantisch, kitschig, schmalzig, sexy. Und ja, hat mir einfach wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und jeder, der gerne erotische Liebesgeschichten liest und jeder, der gerne Geschichten liest, wo die Charaktere nicht immer einander Klatscher haben müssen, sondern das ganz normale Menschen sind, der sollte sich die Reihe definitiv angucken. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und ich freue mich auf den vierten Teil. Der kommt Anfang August raus. Da geht es dann um Max Bennet. Max ist ein Zwilling. Er hat noch einen Zwillingsbruder, der heißt Christopher. Und um Max geht es dann halt jetzt. Und ich vermute mal dann im nächsten Band um Christopher. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich da schon wieder mega drauf. Wie gesagt, ich finde, diese Bücher lassen sich auch einfach mega leicht weglesen. Also
man liest es und weg ist es. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz tolles Buch, wo ich auch super abschalten kann. Und oh, ja, ich liebe die Familie, ich liebe die Geschichten und ich kann es euch wirklich, wirklich nur empfehlen. Schaut euch diese Bücher an, sie sind ganz, ganz toll. So ihr Lieben, das war mein Lesemonat vom Juni. Ich habe im Juni wieder einiges gelesen. Es waren richtig, richtig gute Bücher da dabei. Wie gesagt, eins habe ich leider abgebrochen, weil es halt einfach nicht mein Fall war. Ein Buch war ganz okay, aber auch nicht so 100% meins. Aber es war ein guter Lesemonat und ich freue mich jetzt drauf, noch zu gucken, was im Juli alles hier so eintrudelt und was ich noch so vielleicht auch mal von meinem Sub endlich mal lesen werde. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, was vermutlich irgendwann diese Woche in der Woche sein wird, weil ich noch Rezi-Exemplare habe, die ich abdrehen muss und noch hochladen muss. Und ja, deswegen sage ich mal, bis bald, macht's gut. Tschüss.